Herzlich willkommen zu Eine Prise Bonn. Mein Name ist Klaus von den Kochateliers und ich zeige euch heute ein super leckeres, schnelles Blätterteig-Rezept. Und zwar machen wir einen Ziegenkäse im Blätterteig gebacken. Und für alle die, die so zusammenzucken, weil die hören, Ziegenkäse mag ich nicht, ihr müsst den probieren. Das ist ein Ziegenfrischkäse. Der hat ein ganz leichtes, wirklich super leckeres Aroma. Und deshalb bitte, bitte, bitte probiert's aus. Wir nehmen hier ein bisschen fertigen Blätterteig. Da schneidet ihr euch zwei so Stücke von. Die legen wir uns hier drauf. Dann schnappen wir uns einmal hier den Ziegenkäse. Nehmen uns ein bisschen Feige. Zwei Scheiben Feige einfach oben drauf. Dann habe ich hier vorne ein bisschen Honig. Den gebe ich drauf. Das passt super gut zum Ziegenkäse. Mit der Süße. Und wer mag, kann noch ein paar Nüsse. In dem Fall habe ich hier ein paar Walnüsse, die einfach hier noch so oben drauf bröckeln. So, und dann geht das wirklich super schnell. Ihr schnappt euch hier die Enden, klappt die einmal nach oben, pitcht die so ein bisschen zusammen. Andere Seite genauso. Und fertig habt ihr schon euer Päckchen. Und so setzen wir das jetzt einfach hier drauf. Das zweite mache ich genauso. Einmal so zusammen. Hier oben. So, und hier. So, und das kommt jetzt auf bei 200 Grad circa für 20 bis 23 Minuten in den Ofen. So, in der Zeit, wo der Ziegenkäse im Blätterteig im Ofen gar wird und backt, gibt es bei mir hier noch karamellisierte Perlzwiebeln, die ich mit Balsamico-Essig und Grafschafter Sirup abschmecke. Und dafür nehme ich hier einen Schluck Olivenöl, gebe den in den Topf rein. Dann habe ich hier schon Perlzwiebeln, die habe ich schon geschält, gebe die einmal mit dazu. So, und jetzt geht das wirklich ganz, ganz flott. Ich schnappe mir hier ein bisschen Grafschafter Zuckerrübensirup und den gebe ich hier einfach so in unsere, zu den Zwiebeln mit dazu. Lass das Ganze so ein bisschen karamellisieren. Hab schon hier vorne den Balsamico-Essig auch griffbereit und damit lösche ich das Ganze jetzt ab. So, wenn ihr mögt, macht da noch ein bisschen Kräuter mit dazu. Klein bisschen Rosmarin passt da super zu. So, und der Energiespartipp der Stadtwerke Bonn, den Topf, den lasse ich jetzt nicht auf dem Herd stehen. Wir haben den Ofen hier an, deshalb stehe ich den einfach jetzt in den Ofen mit dazu. Und da können die Perlzwiebeln richtig schön weiter garen und sich vollziehen mit dem leckeren Essig und dem Zuckerrübensirup. So, der Blätterteig ist gebacken und schaut mal hier in die Perlzwiebeln rein. Die Soße ist richtig schön angedickt. Die Perlzwiebeln sind fertig und das werdet ihr jetzt sehen. Das alles aus einem Ofen. So gebe ich das hier drauf. Oh, richtig gut warm. So, dann machen wir hier einfach von den Perlzwiebeln. Die kommen hier so locker mit daneben. So, und dann könnt ihr natürlich noch was Grüns dran machen. Ich habe natürlich Hunger, deshalb das Ausdekorieren kommt später. Von meiner Seite aus wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken und Kochen. Euer Lieblingskoch. Der Klaus. Oh, das qualmt richtig schön.